Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und wir legen hier einmal direkt los mit Nepis, machen die, damit wir ein paar Prozente bekommen. Und dann schauen wir mal, dass wir ins. Was wollte ich denn machen? Wollte ich jetzt einmal das neue Gebiet machen oder wollte ich zufällig jetzt Päckische Schlachtfeld machen? Weil an sich, hier muss ich eben kurz schauen, was ist questtechnisch dort. Also wir haben 15, 15. Ich glaube, wir machen dort weiter auf jeden Fall im Päckische Schlachtfeld. Wie gesagt, solange wir noch die Chance haben und wenn wir. Ja, wobei, wenn ich die jetzt natürlich mache, dann ist es ja wieder schwachsinnig. Mit dem Sterben und. Das macht dann wieder vorne und hinten keinen Sinn. Gute Frage, nächste Frage. Den hebe ich mir einmal auf, den hebe ich einfach auch dann mal auf. Das ist ja eine gute Frage. Wie gesagt, wenn wir jetzt abgeben, bekommen wir, glaube ich, boah, wie viel Prozent bekomme ich denn? 4%, glaube ich. Müssen, glaube ich, 4% sein, die ich dann bekommen würde. Also ist doch schon was, ne? Die 4%, den nehme ich gerne mit. Ein Problem habe ich damit nicht, sondern wenn wir jetzt das hier haben, ne? Lebensreaktiv 5, T6 und durcheinander hier. Dann. Das ist einmal der hier, ne? Ne, das ist der T5er. Hallo? Was ist mit dem? Das hat ja gar keinen Bock, mitzukommen. Oder haben wir sogar schon was Lebenstrang? Nochmal. Ah, da haben wir den. Gut, dann benutzen wir mal den. Shit. Gut, dann haben wir den nochmal down. Dann einmal der nächste direkt hinterher, weil wir so viel Langeweile haben und ich gerne sterben möchte, mehr oder weniger. So, Meteor selbstverständlich nochmal. Guck, der ist schon fast tot. Dann können wir den anderen Nebi auch nochmal machen. Zack. Und dann haben wir die Quest, wie gesagt, fertig. 4%, ja. Weil 15 Kills, die sind so eine Sache. Ne, ich gehe, glaube ich, als allererste direkt ins ominöse Tal. Und mache dort alles fertig. Lohnt sich, glaube ich, doch mehr. Zack, und weg mit dir. Perfekt. Weil da haben wir auch, wie gesagt, wo haben wir denn das? Wo haben wir denn hier? Ich glaube, ich mit 132. Nee, bin ich gerade im Überlegen. Die Quest haben wir eigentlich noch nicht gemacht, oder doch? Das ist das alles. Das ist Kraut der Stärke. Das ist eine WDH. Das sind die. Und das ist schon die. Oder haben wir. Doch, wir haben, glaube ich. Oder haben wir mit 134 gequestet? Ja, doch. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich hier ganz verwirrt. Jetzt sag bitte nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich in ominösen Teil irgendwelche Quests habe, die ich eigentlich gar nicht habe. Was haben wir denn hier? Wir haben hier besessener Ritter. Wo ist der? An der Stadt-NPC Dudley. Dudley müsste doch im Package Schlachtfeld sein, wenn ich mich nicht irre. Moment, wo laufe ich gerade hin? Doch in die richtige Richtung. Der Kampf beginnt. Das ist es nicht. Das ist er auch nicht. Kristallisiert. Das ist bei Jones. Das ist bei dem, ne? Das ist die wiederholbare. Shitte. Das ist das Schwert, das ist das. Und hier können wir nur bei Dudley was an. Dudley ist aber per geschlafen. Dann rennen wir da hin. Und dann habe ich die Quest doch hier schon alle gemacht. Wann auch immer ich das gemacht habe. Wohl mit 134. Okay. Gut, dass ich so ein wunderschönes Gedächtnis habe und das sogar vergesse. Dass wir die gemacht haben. Das hilft mir null weiter. Scheiße. Das macht das Ganze nicht besser. Gut, dann machen wir hier halt weiter. Dudley müsste, glaube ich, hier drinnen sein. Weil die haben ja. Was weiß ich, wie der heißt. Und der blockiert alles andere. Doch, hier können wir rüber. Da kann ich mir nicht mehr an. Wie nett ist der denn? Rennen wir jetzt. Wir rennen, glaube ich, durch die Trolle. Das ist, glaube ich, besser. Okay, der greift uns an. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber okay. Dann habe ich halt irgendwas gemacht. Mit 135 können wir ja die eine WDH machen. Wir sind aber schon 136. Hier haben wir nichts mehr. Ich will aber nicht ins neue Gebiet. Och nein. Ich dachte, ich kann mich da noch ein bisschen länger fernhalten. 5 von 115 erst. Ich packe mir einen Kopf. Ja, da müssen wir wieder eine Gruppe suchen. Und mit der Gruppe zusammen machen. Und wohl mehrere Aufnahmesessions machen. Die ich mir dann wohl einigermaßen zuschneide. Bin ich halt überlegen. Michael, will ich aber überlegen. Die brauchen wir auf keinen Fall. 15. Also, ich habe mein Leben doch ein bisschen anders überlegt, dass ich das mache. Ganz anders habe ich mir das überlegt. Okay. Naja, wir müssen daran heranwachsen. Ich zögere das trotzdem noch hinaus, solange es geht. Also, da machen wir doch immer alle Quests hier.
Ganz, ganz brav. Ei, die Arme. Genau, hier haben wir Dudley, ne? Hier nehmen wir mal die eine Quest an mit dem verschollenen Amulett. Guck mal, da haben wir das. Und können die Quest beim besessenen Ritter abgeben, wo auch immer der ist. Das ist doch, ne, das ist die verlorene Seele. Ach, der ist da oben. Gut, dann laufen wir dann da oben hin. Dann laufen wir wieder nach da oben hin, machen wir die Quest ganz in Ruhe. Die haben wir nämlich auch noch. Ja gut, die können wir einzeln hier rausholen, 15 Stück. Dann machen wir die 15 Stück einmal. Dann machen wir die anderen 15 Stück und dann war es das auch schon wieder. Ach, und wir haben 4% bekommen, genau. So bekommen wir 4% pro Abgabe. Wären also 10, 20 Mal abgeben, 20 Folgen mindestens, ja. Plus nochmal 40, 80, dann nochmal 20, also 5. 45 Mal abgeben. Wir gerade überlegen, nee, 25 Mal abgeben. Also 25 Folgen, wir sind wieder Level Up. Das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich ohne Probleme. Wie viel bekommen wir denn eigentlich dafür, wenn wir die abgeben? Da bekommen wir 565 Millionen. Ja, sind 0,6% oder 6,5% irgendwie sowas um den Dreh. Also von daher schauen wir mal, was wir da machen. Aber ich weiß auch halt echt nicht warum, aber ich habe wirklich gedacht, wir haben immer noch im Umfeld diesen Teil irgendwelche Quests zu erledigen. Also keine Ahnung, warum ich das gedacht habe. Aber gut, dann wurde ich halt des Besseren belehrt. Und dann ist es halt so. Finde ich trotzdem ärgerlich. Und ich dachte, ich kann mich da noch weiter durchschmuggeln. So, hier gehen wir die Quest ab und dann können wir eine neue Quest. Das Amulett, das heißt Feuer oder des Höllendrachen. Gut, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen zu machen. Das heißt, wir laufen jetzt wieder runter. um die Teile zu machen. Die 15 Stück. Das machen wir. Steine haben wir ja mehr als genug. Ansonsten haben wir eine Heile hier noch dort. Nächste Folge müssen wir dann gegen Ende auf jeden Fall dann wieder zu den Nepis hinlaufen. Und alles andere schauen wir dann mal. So, wir laufen, glaube ich, wieder den Weg von gerade. Oder gehen wir nach unten? Komm, wir gehen nach unten einfach. Ich würde sagen, nach unten. Dort ist, glaube ich, angenehmer. Zumindest, wenn wir da sind, wo wir in der letzten Folge waren. Da können wir diesen einen Mob töten ohne Probleme. Dann bekommen wir wenigstens eine Quest wieder zusammen. Und eine Quest ist ja auch schon was. Oder, nee, zwei Quests mehr oder weniger. Dann haben wir hier die zwei. Achso, die eine Quest kann ich ja aufgeben mit dem... Die kann ich aufgeben zum Beispiel. Die machen wir gleich. Und wo ist jetzt die im Land des... Ja. Das ist die Quest. Nehmen wir wütenden Reißzahn. Das ist... Die können wir auch aufgeben. Weil da passe ich ja nicht mehr rein. Wohl oder übel. So, dann haben wir... Muss mal schauen. Wir haben hier die einen mit 15 Kills. Da haben wir schon die anderen. Die will ich nämlich nicht haben. Ich möchte nämlich nur den hier haben. Questtechnisch, ach, questtechnisch sage ich schon. Skilltechnisch müssen wir auch mal schauen, ob wir irgendwas für Level 136 zufällig haben. Oh, der followt mir hinterher, ist schon mal gut. Da muss ich halt nur schauen. Ja, da sind, glaube ich, die 15 Stück auch kein Problem. Müsste eigentlich nicht das Problem sein. Und ich hoffe, dass sie dann in 15 Stück wenigstens irgendwas droppen. Zwei Stück, nein, zwei Stück will ich nicht riskieren. Ich glaube, wenn der mir zu sehr eine reinhaut, dann bin ich weg. Das will ich doch nicht riskieren. Sehr, sehr ungern. So, dann wollen wir mal schauen. Das dauert noch ein bisschen. Dann haben wir gleich zumindest schon mal Nova. Genau, Nova haben wir. Inferno habe ich auch nochmal hinterher rein. Zack, und dann rennen wir wieder zurück. Ja, doch, so klappt es. So klappt es ohne Probleme. Das heißt, wir waren heute auf jeden Fall die 15 Stück fertig. Jetzt gucke ich mal. 6 Minuten, 5 Minuten. Müssen wir schaffen. Die müssen wir fertig machen, dann können wir in der nächsten Folge die anderen 15 Stück machen. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir eine Folgequest bekommen oder nicht. Weil wenn nicht, dann bye bye. Und herzlich willkommen, neues Levelbereich. 115 Mobs töten, 115 Mobs töten. Ein schöner Spaß. So, zack. Aber hey, wir sind 136, ich verstehe das Problem nicht. Wir haben uns schon sehr gut durchgeschmuggelt, ein Level. Ohne, dass wir die Quest dort überhaupt angefangen haben. Und so haben wir dann, glaube ich, am Ende auch kein Problem, irgendwie ein Level abzumachen oder was ich sonst immer hatte. Weil das Problem ist nämlich, wir bekommen, glaube ich, irgendwie 20% durch die Quest. Und den Rest muss man halt durch... Oh, guck mal, da haben wir ein Schwert. Und den Rest muss man halt durch WDHs machen oder Dailies machen. Und das war wirklich sehr zeitintensiv. Dadurch halt, dass man nur... Ich sag mal nur... nur diese 1, 2, 3, 4 Quests hatte, ne? Die halt auch wirklich nicht 1% geben, sondern 0,
3, 4% geben, was, wo man sich halt dachte, geil, wofür habe ich die Quests gemacht? Weißt du, man kloppt irgendwie, ich weiß nicht, ob diese blaue Spuk heißen die, glaube ich. Man kloppt 200 Stück für 1%. Dann kommt die nächste Quest, 200 Stück. Ja. Naja, was will man machen? So, einmal nochmal mit die Ohren. Dann haben wir schon mal 5 von 15. Gut, wir schaffen noch nicht die 15 in der Folge. Und jetzt muss ich da aufpassen. Ich habe die. Die will ich ungern mitziehen. Die will ich absolut nicht mitziehen. So, 6 von 15. Ne, da haben wir einen. Dann nehme ich lieber den mit. Als den anderen. Zack. Dann nehme ich lieber den hier mit, bevor der mir auch noch eine reinhaut. Und dann zwei Leute auf mich drauf gehen. Wie gesagt, das will ich ja wirklich sehr, sehr ungern. Meteor, Meteor, vielen Dank, Meteor. So, dann haben wir den fertig. Oh, der spawnt schon direkt der nächste neben mir. Gut, wir haben jetzt noch eine andere Quest. Also, wir schaffen auf jeden Fall in diesem Fall auch nochmal die 15 Stück. Von dem anderen Mob. Weil die sind, glaube ich, auf der anderen Seite. Ja, genau, guck mal, die sind auf der anderen Seite. Sehr schön. Also habe ich mir doch einen guten Spot ausgesucht. Und dann können wir auch zu der anderen Seite gehen und dann darf ich hier rüberlaufen, wo wir gerade jetzt hinlaufen. Also von daher. So, wie sieht's denn aus hier? Zack, der ist tot. Ne, zwei Stück will ich immer noch riskieren. Zwei Stück sind für mich wirklich, glaube ich, zu viel. Zack, dann einmal nochmal den hier. Inferno nochmal hinterher. Sehr schön. Und dann können wir mal laufen. Und da ist er weg. Dann können wir jetzt auch mal den anderen nehmen. 4%, das heißt, durch die Quest machen wir dann 5% schon mal, ne? Oder? Ne, das war falsch. Dies hier war richtig. Aber nochmal mit die Ohr draufhauen. Wo haben wir das? Da haben wir das hier. Ne, sind noch 1 Million. Oder 1 Milliarde. Ne, 1% sogar. Cool. Das heißt, wir schaffen schon mal die 5%, eventuell sogar die 6%. Durch diese Quest. Das ist gut. Immerhin gibt die gute Erfahrungspunkte als Gegenleistung. Und wenn wir nochmal die andere haben, ne? Das ist ja jetzt die. Wo haben wir denn? Wie heißt denn die andere Quest? Die andere Quest heißt Waffen. Waffen für die Allianz ist einmal hier. Und die gibt auch nochmal. Ja, gut, guck mal. Die gibt dafür 300. Das heißt 1,4 Milliarden Erfahrungspunkte. Ja, 1,5% ungefähr. Also doch nicht ganz so viel wie diese Quest hier. Schade. Aber dafür, dass man die dann eigentlich jetzt durch die Kills nebenbei macht, ist das eigentlich auch kein Problem. Würde ich mal an der Stelle sagen. Das müsste wirklich kein Problem sein. So, dann komm her, mein Lieber. Ah, der fängt schon wieder an. Guck mal, dann können wir einmal hier den so slowen. Wenn er nicht anders möchte, dann hat er Pech gehabt. Zack, und da ist er tot. Den nehme ich mir gleich auch nochmal mit. Guck mal, mit Meteor können wir doch schon mal draufhauen. Machen wir einmal mit die Ohr, dann ist er geslowt. Nicht einfach falsch. Den hier wollte ich eigentlich reinhauen. Dass er einen Slow-Effekt drin hat. Dann einmal Nova. Zack. Und dann haben wir schon mal 13. Ach komm, die zwei Stück, die mache ich jetzt auch nochmal fertig. Ganz ehrlich, wenn wir schon so dabei sind, dann mache ich die auch nochmal fertig. Weil, ob es sich jetzt 1 Minute mehr oder weniger ich hier fertig bin mit der Aufnahme, das macht für mich jetzt auch keinen großen Unterschied, würde ich mal sagen. Und dann können wir direkt hier in der nächsten Folge mit den anderen 50 Stück starten. Also von daher, zack, komm, stirb mal bitte weg. Das wäre vorteilhaft für mich. Chuck, da ist er down. Dann nehmen wir noch einmal den hier. Eben einmal mit. So, 14 von 15, komm schon. Mit die Ohren nochmal draufhauen. Dann ist er jetzt gleich down. Aber das ist Teil 2, ne? Vielleicht kriegen wir sogar noch einen Teil 3, wer weiß. Gut, und damit würde ich an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht mehr, kein Abo zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.